Herzlich willkommen zu einem neuen Rezept mit mir. Heute etwas Asiatisches. Und zwar gebratene Nudeln, die wie immer köstlich schmecken, wie alle meine Rezepte. Ich habe diese jetzt etwas scharf gemacht. Du kannst sie natürlich so herstellen, wie du es möchtest. Aber ich zeige dir jetzt meine Inspiration, wie ich meine gebratenen Nudeln herstelle. Dazu benötige ich eine geschnittene Zwiebel in Streifen, eine Chilischote und einen Knoblauch. Chilischote einfach auch klein schneiden und den Knoblauch nachher einfach pressen. Dann eine Möhre, die schäle ich einfach mit dem Schäler, mit dem ihr einfach die Kartoffeln schält. Dann eine rote Paprika, eine gelbe Paprika und beides in schmale Streifen geschnitten. Dann brauchen wir Frühlingszwiebeln. Hier habe ich ein Bund, da sind drei Stück drin, auch nochmal in feine Ringe geschnitten. Und Zuckerschoten, wenn denn bei dir gerade Saison ist oder halt tiefgefroren. Das ist jetzt das gesamte Gemüse, sieht schon super gut aus. Ich nehme hier Reisnudeln, ganz normale Glasnudeln. Ihr braucht ein bisschen schwarzen Sesam und Erdnüsse, wer mag. Dann habe ich jetzt hier Tamari, muss aber nicht unbedingt sein. Eine fertige Süß-Sauer-Soße, eine vegane, ohne irgendwelche Zusätze. Hier eine Bio-Glas-Mungobohnen-Keimlinge. Und ein bisschen Chili-Soße. Wir fangen an, die Zwiebeln anzubraten in ein bisschen Öl. Du kannst jetzt hier das Öl nehmen, was du magst. Ich habe ein bisschen Kokosöl genommen. Die Zwiebeln mit der Zuckerschoten. Danach gebe ich auch schon die Paprika dazu. Das Gute ist an den asiatischen Gerichten, dass alles immer schön knackig bleibt. Ich gebe nach und nach jetzt das gesamte Gemüse dazu und brate es weiterhin an. Lass es aber noch schön knackig, also nicht wirklich, bis es richtig weich ist. Direkt danach gebe ich auch schon die Süß-Sauer-Soße dazu und alles gut miteinander vermischen. Die Möhrenstreifen und die Keimlinge kommen ganz zum Schluss, weil sie nicht lange gebraten werden müssen. Also sie kommen zum Schluss, der Herd ist schon aus. Hier habe ich schon mal das Wasser aufgestellt, weil die Reisnudeln ungefähr 2 bis 3 Minuten brauchen im quellenden Wasser. Und die werde ich dann nochmal ganz kalt abwaschen und dann über dieses Gemüsemischung geben. Und fertig ist eigentlich auch schon dein Gericht. Das wird gut durchgerührt, dann kannst du es auch schon servieren. Gibst noch ein bisschen scharfes Zeug dazu, wenn du magst, deinen Sesam, deine Erdnüsse. Ich liebe dieses Knackige aus den Erdnüssen und ich werde einfach schneller satt. Was ich bei diesem Gericht aber auch liebe, ist es, mit den Stäbchen zu essen, weil du da wirklich bewusst beim Essen bist. Du musst einfach gucken, dass du langsam isst. Die Stäbchen bewusst in der Hand halten und gucken, wie du das reinkriegst. Auf YouTube gibt es Videos, wie man mit Stäbchen essen kann. Kannst einfach googeln und reinschauen. Und es ist wirklich ein tolles Erlebnis. Die Familie liebt es, wenn wir mal was Asiatisches machen. Die Kinder mögen es natürlich nicht scharf. Die kriegen auch keine Erdnüsse. Aber sie haben auch Spaß mit den Stäbchen zu experimentieren und mitzuessen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, beziehungsweise das Rezept, lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal.